Hi ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr eine Palmenfrisur fürs Training nachmachen könnt. Als allererstes startet ihr mit einem Pferdeschwanz, der schon relativ hoch sein muss. Dann braucht ihr 5 Haargummis, also wenn ihr dickere Haare habt, vielleicht ein paar mehr. Ich reihe die alle hier immer schon am Arm auf und dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen. Also Pferdeschwanz, wie gesagt, damit startet ihr. Dann zieht ihr das nächste Haargummi beim letzten Mal nicht ganz durch, dass ihr hier schon so eine kleine Palme habt. Das nächste Haargummi nehmt ihr dann einmal, um die Palme zu fixieren. Dann sieht es so aus. Und jetzt habt ihr hier unten noch Haare übrig und die müsst ihr jetzt einmal runterflechten. Das ist eigentlich der schwierigste Part, da hinterm Kopf zu flechten. Aber ich denke mal, jeder, der flechten kann, sollte das eigentlich hinbekommen. So, wenn ihr jetzt ganz unten angelangt seid, braucht ihr hier gar kein Haargummi unbedingt reinzumachen, das könnt ihr auch machen. Dann dreht ihr das einmal drumherum, nehmt das nächste Haargummi, dann könnt ihr das einmal festziehen und das letzte Haargummi nehmt ihr dann auch nochmal drumherum, um das Ganze zu fixieren. Und dann ist sie eigentlich schon fertig. Jetzt nehmt ihr auch noch ein paar Schwänkchen, damit die kleinen Babyhärchen nicht so abstehen. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig fürs Training.